Mach dich bereit für deinen Erfolgslook. Jawohl, Jungs, hier kommen alle Stilregeln, an die jedermann sich halten sollte. Warte, bestimmte Schuhe für Anzüge in gewissen Farben, 6 Arten einen Schal zu binden, es gibt Regeln für Männermode? Nun ja, wenn du zu wirklich jedem Anlass als stilvoller Gentleman auftreten willst. Aufgepasst, Jungs! Ein Anzug für einen echten Gentleman. Das Wichtigste, das sich jedermann merken sollte, ist, dass es nicht genug ist, einen Anzug zu kaufen. Man muss ihn auch richtig tragen. Schenken wir unserer Aufmerksamkeit also ein paar wichtigen Details. Jacketts können knifflig sein und es gibt tatsächlich bestimmte Regeln, was die Knöpfe betrifft. Es ist in Ordnung, den obersten Knopf manchmal zuzumachen, aber der unterste muss immer offen bleiben. Was den mittleren Knopf angeht, der wird auch immer zugemacht. Wenn du dir einen einreihigen Anzug kaufst, die häufigste Variante, kann er jede mögliche Farbe haben. Aber bei zweireihigen Anzügen sollst du helle Farben vermeiden und das Jackett immer zuknöpfen, sogar wenn du dich hinsetzt. Vergiss nicht dein Taschentuch, so faltest du es korrekt. Wie du sicherstellst, dass dein Anzug sitzt. Vor allem muss man ihn in der richtigen Größe kaufen. Achte darauf, dass der Anzug weder zu groß noch zu klein ist. Die Jackettärmel sollten nicht zu viel deine Hemdmanschetten zeigen und auch nicht zu viel deine Hand verdecken. Du willst auf keinen Fall Hochwasserhosen tragen, aber sie sollten auch nicht so lange sein, dass sie auf deinen Schuhen aufliegen. Hemd und Krawatte. Wenn du dich für ein Outfit entscheidest, fang immer mit dem Hemd an, nicht mit der Krawatte. Beginne mit der Hauptfarbe des Hemds. Dabei gibt es eine wichtige Regel. Die Hauptfarbe der Krawatte sollte im Kontrast zu der des Hemdes stehen und die zweite sollte sie ergänzen. Es ist auch eine gute Idee, verschiedene Stoffe und Muster zu kombinieren. Was den perfekten Knoten angeht, so bindest du ihn. Ein praktischer Tipp. Schiebe niemals deine Ärmel nach oben, sodass es aussieht, als würdest du an jedem Arm eine Ziehharmonika tragen. Kremple deine Manschetten korrekt und elegant nach oben, so wie hier. Hosen. Hosen können einen Look perfektionieren oder ruinieren. Du solltest also vorsichtig sein, wenn du deine Entscheidung triffst. Außerdem können Hosen unterschiedlich lang sein und komplett aufliegen, halb aufliegen, ein wenig aufliegen und gar nicht aufliegen. Können sie auch tief liegen? Die Entscheidung für deinen Favoriten liegt ganz bei dir. Schuhe. Wähle deine Schuhe passend zur Farbe und Stil deines Anzugs aus. Ein schwarzer Anzug passt nur zu schwarzen Schuhen. Ist dein Anzug marineblau, trage dazu schwarze, braune oder burgunderrote Anzugschuhe. Einen dunkelgrauen Anzug unterstreichst du am besten mit schwarzen oder burgunderroten Schuhen. Was hellgraue Anzüge angeht, entscheide dich für schwarze, hellbraune oder burgunderrote Schuhe. Ein creme- oder beigefarbener Anzug sieht besonders gut mit hellbraunen oder weißen Schuhen aus. So wählst du die richtigen Schuhe für jeden Anlass. Wenn du Anzugschuhe für die Arbeit oder Geschäftsmeetings brauchst, nimm Balmoral- oder Derby-Schuhe. Auch Loafer sehen gut aus. Wenn du nach lässigen Schuhen fürs Ausgehen oder Zeit mit deinen Freunden suchst, sind Moccasins, Two-Tone-Schuhe, Lederstiefel, Loafer oder Sandalen sowohl stilvoll als auch bequem. Richte dich einfach nach dem Wetter. Chucks und Sneaker sind eine gute Wahl für den Alltag. Ziehe besonders Sportvarianten an, wenn du zum Training gehst oder Sportspiele spielst. Stiefel gibt es in einer Vielzahl an Varianten. Manche sind zum Wandern gemacht, andere eignen sich mehr zum Arbeiten und wieder andere sollen einfach cool aussehen. Yeah! Socken. Jeder stilvolle Mann weiß, wie wichtig die richtige Sockenfarbe ist.
Zum Beispiel funktionieren weiße Socken nur mit Sportschuhen. Dünne, einfarbige Socken sind für Anzugsschuhe. Und ein wahrer Gentleman weiß, dass die Farbe seiner Socken zu der seiner Anzughose passen sollte. Trägst du kurze Hosen, kannst du nur Socken dazu anziehen, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Vermeide jegliche verrückte Muster, zumindest wenn du vor die Tür gehst. Und zu guter Letzt, habe immer ein sauberes Paar Ersatzsocken parat. Mit diesen Kleidungsstücken liegst du immer richtig. Wenn du unsicher bist, was du anziehen sollst, mit einem Anzugshemd und einem Pullover mit V-Ausschnitt liegst du nie falsch. Diese Kombi steht jedem. Du kannst sie auch etwas aufpeppen und jeden Tag andere Farben kombinieren. Und wo wir gerade bei Farben sind. Akzeptable Farbkombinationen. Es gibt bestimmte Farben, die sich gegenseitig hervorragend ergänzen. Andere stoßen sich ab oder sehen geschmacklos aus. Mit Weiß als Hauptfarbe deines Outfits kannst du nichts falsch machen. Dazu passen sowohl helle als auch dunkle Töne. Was andere Farben angeht, so kannst du sie kombinieren. Beige mit Schwarz, Braun, Rot oder Grün. Himmelblau mit Braun, Dunkelgrün, Dunkellila, Rot und Beige. Rosa mit Lila, Beige, Himmelblau und Marineblau. Gelb mit Schwarz, Braun, Himmelblau und Marineblau. Orange, wirklich Orange, mit Weiß, Gelb, Schwarz und Dunkelgrün. Schwarz mit Weiß, Beige und anderen hellen Tönen, aber kein Pastell. Braun mit Weiß, Beige, Schwarz, Rot und Dunkelgrün. Marineblau mit Weiß, Beige, Gelb, Rot und Grün. Dunkelgrün mit Weiß, Beige, Himmelblau, Gelb, Marineblau und Schwarz. Rot mit Weiß, Beige, Himmelblau, Marineblau, Schwarz und Braun. Lila mit Weiß, Beige, Himmelblau, Rosa, Blau und Braun. Diese Kleidungsstücke solltest du besser vermeiden. Enge Jeans können deine Beine zu dünn aussehen lassen. Schlabberige T-Shirts sehen immer schlampig aus. Hemden mit einem tiefen V-Ausschnitt verleihen dir einen Giraffenhals. Vermeide Chucks, wenn du 43 oder größer trägst. Du könntest wie ein Clown aussehen. 6 Arten, einen Schal zu binden. Wer hätte gedacht, dass es so viele Wege gibt, stilvoll einen Schal zu binden? Der Großstädter? Der Elegante? Der Elite-Schüler? Der Professor? Der Künstler? Der Wochenendausflügler? Frisuren. Ein echter Gentleman wählt seine Frisur passend zu seiner Gesichtsform. Hast du ein rundes Gesicht, lege das meiste Volumen auf den Oberkopf. Diejenigen mit einem quadratischen Gesicht sollten klassisch schicke Frisuren tragen, mit kurzen Stufen und einem Seitenteil. Ein rechteckiges Gesicht sieht gut mit wohlproportionierten Frisuren aus. Oben sollten nicht zu viele Haare sein und an den Seiten sollten sie nicht zu kurz sein. Diamantförmigen Gesichtern stehen mittellange Haare, die zu den Seiten gestrichen sind. Männer mit einem dreieckigen Gesicht sollten sich längere Haare zulegen und den Pony durcheinander stylen. Ein ovales Gesicht sieht am besten aus, wenn die Stirn nicht von Haaren bedeckt ist und oben mehr Volumen herrscht. Was heutzutage beliebte Frisuren betrifft, probier doch mal einen Undercut. Die Seiten und der Nacken sind komplett rasiert und das Haar auf dem Kopf ist länger und nach hinten gekämmt. Dieser Schnitt funktioniert mit allen Haartypen. Ein Man-Bun. Ah, der Stil, der die Geschlechterklischees sprengt. Wer kann einen Pferdeschwanz tragen und wer nicht? Alle Haare sind am Hinterkopf zusammengebunden. Einen Dutt. Es ist etwas schwierig, diese Frisur tragen zu können. Aber wenn man es schafft, sieht es immer gut aus. Einen Fade.
Wie das englische Wort für Schwinden schon andeutet, ist das Haar oben länger und wird immer kürzer, je weiter es Richtung Nacken geht. Mit den Klassikern kannst du ebenfalls nichts falsch machen. Ein Sidepart. Dieser Stil ist zeitlos. Die Haare werden sachte zur Seite gekämmt. Ein Pompadour. Hierbei wird das Haar von der Stirn zurückgebürstet und steht leicht auf. Die Schläfen und der Hinterkopf sollten kurz rasiert sein. Der Crew Cut. Dieser Schnitt ist ein langsamer Übergang von längeren Haaren auf dem Oberkopf zu kürzeren am Nacken und den Schläfen. Na, fühlst du dich jetzt stylisch? Kennst du noch andere Geheimnisse für den Stil eines Gentlemans? Verrate sie uns in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden und Freundinnen und klicke auf Gefällt mir. Abonniere unseren Kanal. Auf der Sonnenseite des Lebens haben wir noch haufenweise anderer Videos zu allem, was du wissen möchtest.